Verteidigung nicht. Attribut brauche ich auf jeden Fall. 14 Magie, gerne doch. Und nochmal ein bisschen... Heilungsbonus, ne? Cool! Ja, hier, zack! Armschutz derzeit. Ich find's richtig gut, dass wir jetzt endlich mal einen Fortschritt gemacht haben, dass es jetzt endlich mal wieder weitergeht. Muss ich sagen, Respekt. Alter, ich kann noch mehr Heilungsbonus machen. WTF! Weißt du, ich mach's auch. Wenn ich die Rohstoffe hätte. Gibt's irgendwas noch mit Heilungsbonus? Heilungsbonus? Scheiß doch, Mann, Alter. Jetzt habe ich meine komplette Baumwolle verhauen wegen dieser scheiß Billigausrüstung. Davon hatten wir doch, glaube ich, irgendwie 56 Stück, ne? Alter, ey, ganz ehrlich, ey. Und ich habe mich noch darauf gefreut, diese Stufe 3 Ausrüstung zu machen. Es ist komplett hin, ich weiß nicht warum. Alter. Halt Magie ist mir scheißegal, Alter. Hauptsache wir kommen jetzt endlich mal fertig, so. Nein, es macht Spaß. Es macht ja eigentlich irgendwo Spaß, aber es macht eigentlich auch keinen Spaß. Ein Schutz der Zeit. Alter, bin ich neben der Spur so langsam. So. Kampfmagier-Kapuze, was? Ja doch, warte mal, was? Kampfmagier, ja doch, Kampfmagier-Kapuze da. Hat auch diese super, diesen super geilen Gangster-Style hat er dann auch. Drachenkrallenhaut. Drachenkrallenhaut war richtig, ne? Ja. Und nochmal 18 Magie. Zack. Das ist dann die Magisterhaube. Derzeit. Nein. Das wäre ein bisschen zu übertrieben dann. Okay. Okay. Alles klar, ein Problem. Haben wir alles, ne? Ja, ja. Okay. Waffen modifizieren. Chronicon. Blitzdolchstab. Ich wollte gerade Blitzdolch sagen. Griff. Griff der Zeit. Stabklinge. Zeitkern. Siehst du? Was ist denn. Das ist doch keine Spitze. Die Spitze ist da. Wieso hängt die Spitze denn da ganz unten dran? Das macht doch keinen Sinn. Ausgezeichnete Rune des Geistes. 173 SPS mit einem 25er Schadengeist. Zack. Ja. Ja, ja. Ja, komm, los jetzt hier. Zack. Unser neuer super geiler Stab. Und weiter geht's mit der Rüstung. Letzter Anstieg der Zeit. Armschutz der Zeit. Beinschutz der Zeit. Zack. Und kurz mal gucken, die Rüstung tönen. Wie sieht denn Dorian jetzt aus? In seiner neuen Pracht, in seiner neuen Stufe 3 Pracht. Ich weiß es nicht. Der hat jetzt Ditte hier gerade, ne? Ja, kannst du... Ja, kannst du schon machen, ja. Sieht ganz okay aus. Aber mit so einem kleinen Cape hier so hinten, so ein, der so rumwackelt, wenn er läuft, ist ganz geil. Okay, was haben wir denn hier? Wir können irgendwas Blaues machen, aber es wäre mir, glaube ich, ein bisschen zu sehr blau. Vielleicht blau-rot? Vielleicht Blutstein? Nee. Irgendwas, das wäre zu blau irgendwann. Schwarz-blau vielleicht? Schwarz-blau vielleicht. Sprich, Obsidian ist eigentlich das Dunkelste, was es gibt, ne? Onyx ist auch dunkel, aber ne. Bärenhaut. Großbärenhaut, schön schwarz machen. Jetzt kommt wieder sein Seidenbrokat. Andererseits, warte mal. Näher machen wir das nochmal schwarz eventuell. Und jetzt kommt sein Markenzeichen, das Seidenbrokat.
Passt auch zu Blitz ganz gut, weil Blitze sind ja auch blau, bläulich. Okay. Magisterhaube. Okay, das kann man ja eh nur ein Feld nur färben. Könnte man theoretisch jetzt auch Seinburg-Cut machen, was eigentlich gar nicht mal so schlecht aussieht. Guck mal, es schimmert so richtig blau. Und Solas ist ja schwarz, weißt du, damit einfach... Damit es ein bisschen vielseitiger ist hier in unserer Gruppe, damit nicht alle gleich aussehen. Dorian! Zack! Stab des Großverzaubers. Lächerlich! Ja, zack! Das Chroniken. 11% Angriff, 36% Bonus auf kritischen Schaden, 30% kritische Trefferchance ist ordentlich hoch. Macht also mit fast jedem Drittel... Obwohl, man muss ja noch dazu sagen, die Klugheit zählt ja auch noch dazu. Eigentlich kann man schon sagen, mit fast jedem zweiten Angriff macht er dann schon bereits einen kritischen Schaden. Was super gut ist. Und ich will ihnen auf jeden Fall eventuell noch diese Fähigkeit geben, was bei den, diese Blitzfähigkeit, dieses Sperrfeuer. Magie-Sperrfeuer. Weil das sind nämlich ganz, ganz viele Angriffe, dass dann alles kritische Treffer sind und dass meine Fähigkeiten dann instant wieder bereit sind. Das ist eine gute Kombination. Okay, Rüstung. Zack. Vorher hatte er die hier. Diese Werte. Und zupp. 296. Und die Kapuze. Zack. Also ihm steht die Kapuze richtig gut. Weil bei Solas gucken so ein bisschen die Ohren an den Seiten raus. Das ist ein bisschen so ein kleiner der Makel dran. Aber bei ihm passt es richtig gut. Gut, dann haben wir jetzt hier den neuen Dorian mit dem Chroniken, der ordentlich kritische Treffer erzielt und auf jeden Fall mehr Schaden macht. Mit 173 SPS sind die seine Fähigkeiten dann auch nochmal richtig gut tödlich. Blitzharnisch der Zeit, 296 Rüstungswert, 29% Heilungsbonus, sollte, glaube ich, auch seine passive Fähigkeit als Nekromant funktionieren, damit er richtig viel Lebenspunkte dazu kriegt, sobald ein Gegner stirbt. 38 Magie, nochmal richtig fett Schaden drauf und hier dann immer dasselbe, nochmal 18 Magie. Alter, dann haben wir jetzt hier 56 Magie plus. Hier sind auch nochmal 11 plus 11 Magie. Der sollte auf jeden Fall jetzt ordentlich Schaden austeilen können. Und auf jeden Fall ist es die, der absolute Barrierenbrecher für Gegner. Wieso leckt das denn hier so hart? Hallo! Da war du. Scheiße. Ja doch. 101 Magie, Alter! Das geht in den 3-Stellen-Bereich, ey. Geil. Sternengeschicklichkeit. Klugheit ist leider 10, ne? Aber. Das braucht er auch nicht so ganz, weil die kritische Trefferchance ist bei ihm ja eh schon höher. 35%? Weiß ich gar nicht, woran das liegt hier. Woran wird das hier gezählt? Bonus auf Barriere-Schaden, 91%. Die Barriere hält nicht lange an. Okay, das war Dorian. Der ja zum Glück überhaupt nicht lange gedauert hat. Als nächstes kommt Vivien. Vivien. Speichern wir mal ab. Zack. Oder soll ich erstmal Sarah machen? Weil ich bräuchte als nächstes... habe ich offscreen gemerkt, dass jetzt als nächstes, glaube ich, nochmal ein Meistererfolg kommt. Und dass ich den nächsten Meistererfolg ganz gerne für Sarah aufheben möchte, für ihren Bogen. Ja, warte mal ganz kurz. Machen wir ganz kurz mal Sarah. Überspringen wir kurz mal Vivien. Vivien machen wir danach. Machen wir kurz mal Sarah. Bogen der Barisard. Hier haben wir noch den, den wir in der fauchenden Ödnis gefunden haben. 165 SPS. Dann machen wir den hier. So, Drachenknochen haben wir leider nicht mehr, allerdings brauchen wir das auch nicht, weil 8 SPS ist echt so gut wie fast nix. Geschicklichkeit erhöht den Bonus auf kritische Trefferchance. Und Klugheit erhöht die kritische Trefferchance. Drachenschuppen. Leder. Brauchen wir die eigentlich noch? Für Cole brauchen wir das nicht. Für Varric bräuchten wir vielleicht das für den Harnisch, für die Verteidigung.
Sind aber auch nur 6. Das würde für Rarik reichen. Was gibt es hier noch als Alternative? 6-3. Ach, weißt du was, hier nur wegen einem einzigen, können wir brauchen jetzt hier keine Drachensachen opfern. Kritische Trefferchance, Trennung, kritische Trefferchance. Bonus auf kritischen Schaden. Ja, kann man machen, glaube ich. 14-11. Da möchte ich ganz gerne nochmal die kritische Trefferchance erhöhen. Die Frage ist gerade ganz kurz, der Bogen, der Griff, den wir haben, haben wir 2 Stück. Angriff 12 Leder! Wie viel ist denn das? Großbärenhaut, das ist nochmal 11% kritische Trefferchance. Alter. Das sind ja mal richtig geile Griffe, die wir da haben. Hohoho. 14-11. Und da gibt es ja noch die Haube, die wir machen können bei ihr. Die Kapuze. Da können wir auch nochmal richtig fetten Wert erhöhen. Machen wir da die Klugheit hoch? Geschicklichkeit, Klugheit. Ja, können wir machen. Machen wir das dann auf Klugheit. Dann macht ihr nochmal Bonus auf kritischen Treffer. Und jetzt ganz gerne. Natürlich nicht. Nein, warum auch? Wieso auch nicht? Nein, es kommt natürlich kein besserer. Weißt du, wir haben genug Material, wir haben genug Dämmerstein davon, weißt du? Kein Problem, wir haben genug davon. Bonus auf kritischen Schaden. Zack. Gut. Haben wir genug. Okay. Jetzt kommt wieder... Warte mal, Ark. Das sind Namen, ne? Das ist doch mal hier eine einfallsreiche Ideen Horizont Erweiterungsdingensbums. Arc steht für Bogen, was glaube ich Latein gewesen ist. Oder war es Griechisch? Ich glaube, es war Latein. Und Nocturne heißt für Schatten, für Nacht, für Nächte. Auch Latein. Und also so eine Art Schatten, Schattenbogen, also einfach nur. In anderen Worten gesagt. Weil Sarah möchte ich dann auch ganz gerne so als schwarz kleiden. Und mit ihr dann irgendwie die Nacht in Zusammenhang bringen. Keine Ahnung warum. Habe ich bis jetzt immer so gemacht, dass ich das Spiel das erste Mal gespielt habe. Das ist irgendwie Tradition bei mir. Gut. Jetzt wird noch... Achso, der geile Bogengriff. Der fehlt ja auch noch. Da. Was ist denn das? Das ist ja ganz unten in den... Ah, Wivern war das. Okay, davon haben wir auch genug. Bonus auf kritischen Schaden. 36%. Und Sarah trägt ja, glaube ich, das Amulett der Klugheit, ne? Dass das um 10 steigt. Zack, können wir mal machen. Schattengriff. Sudale. Und... Die Feuerrune, ne? Feuer wollten wir machen. Rarik bekommt Reinheit. Vivien bekommt... Keine Ahnung was. Und Sarah sollte Dings bekommen. Ja. Ausgezeichnete Feuerrune. Rüstung, da brauchen wir zum Glück keinen Meistererfolg. Das wird diesmal zum Glück nicht ganz so lange dauern. Drachenschuppen.
Geschicklichkeit. Alter, wir können das ja nochmal richtig fett hochtreiben, Alter. 5, 4. Verteidigung im Fernkampf. Pirscherschuppen haben wir nicht mehr so viele. Langsam, es geht langsam aus. Verteidigung im Nahkampf. Verteidigung im Nahkampf ist eigentlich schwachsinnig bei einer Bogenschützin. Weil Nahkampfangriffe kriegt ihr ja wahrscheinlich sowieso nicht so viel. Da können wir eigentlich die maximale Gesundheit um 75 erhöhen. Straucheln bei Treffer wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Aber das hier ist auch nur für die Verteidigung, ne? Warte mal ganz kurz. Verteidigung im Nahkampf? Ja doch, das ist Verteidigung. Nee, nee. Machen wir die Gesundheit höher. Das ist besser. So, hallo. Und da geben wir ihr jetzt... Da. 10% Chance, bei einem Treffer verborgene Klingen mit 5 zusätzlichen Treffern einzusetzen. Zack. Umbenennen. Das ist der Nachtmantel. Okay. Zack. Und jetzt kommt noch mehr. 6. Nochmal 8 Geschicklichkeit. Fettschaden machen. 6 Klugheit. Was haben wir hier? Verteidigung, Fernkampf. Zack. Armschutz der Nacht. Ganz klassisch wieder. Da überlege ich da gar nicht lange, weil sonst könnte das Überlegen ziemlich lange dauern. Verteidigung. Verteidigung 8 Leder, Verteidigung Stoff, Verteidigung 8 Metall, Verteidigung 4 Leder. Ja. Verteidigung Nahkampf, wie gesagt, brauchen wir nicht. Das heißt, es gibt nochmal, fett nochmal Gesundheit dazu. 120 Lebenspunkte. Und nochmal Verteidigung im Fernkampf. Zack. Beinschutz der Nacht. Zack, zack. Kapuze. Was fehlt da? Sarah hat ja nichts Besonderes als Kapuze. Das heißt, sie kriegt auch wieder die... sie kriegt meine Sache. Was habe ich denn da genommen? Schalmützlaube, ne? Da, genau. Ach, das sind ja auch... Das ist ja auch Metall hier. Egal. Haben wir noch ein bisschen was von. Andererseits, Drachenknochen wollte ich sonst nichts mehr machen, ne? Nee. Und da wollte ich ihr jetzt Klugheit, glaube ich, geben, ne? Andererseits, ich könnte ihr auch beides geben. Das war dann die Nachtkappe, ganz klassisch. Kurz mal gucken, ja. Okay, fertig. So, alle. Jetzt kommt das Schönste. Jetzt kann man gleich wieder alles schön modifizieren und zusammenpacken. Das macht immer am meisten Spaß. Achso, das war der erste, den ich gemacht habe. 74% Bonus auf kritischen Schaden. Alter, das kommt ja 100% schon fast nah. Das sind fast doppelt so viel Schaden, wie man dann macht. Und die ausgezeichnete Feuerrune. 226 SPS. Ein bisschen schade, dass der Bogen so hell ist, ne? Naja, gegenseitig halt. Gegenseitigkeit ist auch ganz nett. Ist auch mal ganz cool. Und der Nachtmantel, Mittelschwert, zack. Zack. Bam. 195 maximale Gesundheit. Gesundheit. Okay, wo haben wir denn Sarah? Jo, politische Überzeugung. Okay, was haben wir denn hier bei Metall? Da können wir jetzt Obsidian machen auf jeden Fall. Obsidian. Oder Onyx machen wir mal. Auf jeden Fall dunkel hier, Großbärenhaut. Schwarz, super. Was gibt's noch? Da unten. Ach, da die Stiefel von hinten. Gab's hier nicht irgendwas Pinkes? Was war denn das nochmal?
Ach, die, die wir nicht mehr haben. Sehr gut. Scheiße. Ja, hier Dunkelsamit, weißt du? Die Stiefel guckt sowieso kaum jemand. Da müssen wir jetzt eigentlich Karo-Stoff machen. Einfach, weil das Sarah-Style ist. Das ist Karo-Stoff, das ist nochmal Sarah-like. Okay, und die Nachtkappe. Da haben wir jetzt... Das können wir jetzt auch wieder... Onyx machen. Irgendwas Dunkelbraunes. Das können wir... auch mal schwarz machen. Kaustoff würde oben zur Mitte gut passen. Und da können wir dann wieder die Lammwolle machen. Nee, warte mal, ist es auch Kaustoff? Nee, nee, nee. Lammwolle schwarz. Jut! Solas? Sarah? Wo ist Sarah da? Kurz mal einen neuen Bogen, Sarah. Die hat doch voll den Scheißbogen gehabt, ne? Langbogen der Dornen. Da habe ich mir noch nicht mal einen Namen überlegt damals. 128 SPS. Hier, zack! Ach, der Bogen ist sogar so lila-mäßig. Doch, die hat so ein lilanes Schimmer hier. Weil es der Dämmerstein ist. Alter. Rüstung! Das ist mal schön geil, wie diese Werte mal so übelst nach oben steigen, Alter. Wumm! Und die Nachtkappe. Zack! Sieht auf jeden Fall... Okay, vorher hatte sie so mehr Stoff gehabt und jetzt ist hier noch ein bisschen mehr Metall noch mit dabei. Okay. Alles klar. Und das war hier genau Klugheit, erhöht die kritische Trefferchance, genau. 74% Bonus auf kritischen Schaden, also das stelle ich mir richtig geil vor. 16 Geschicklichkeit, nochmal Bonus auf kritischen Schaden, 12 Klugheit, kritische Trefferchance sowieso erhöht. Hier auch nochmal Geschicklichkeit, Klugheit, nochmal beides. 195 Lebenspunkte mehr dazu, Verteidigung im Fernkampf, für feindliche Bogenschützen zum Beispiel. Dann die Fähigkeit, nochmal diese übelste OP-Fähigkeit vom Assassinen zu benutzen. Und nochmal 10 und 18 Geschicklichkeit, 8 Klugheit, immer schön ausgeglichen, damit alles richtig fett erhöht ist. Kurz mal gucken. Sarah war hier, Attribut. 70 Geschicklichkeit und 59 Klugheit. 40%. Bonus auf kritischen Schaden, 194%! Alter! 200% mehr Schaden. 200%. 29% kritische Trefferchance. 175 Schaden. Ja. 902 Lebenspunkte hat sie jetzt. So, ich glaube, inzwischen jetzt sollte Sarah ein bisschen mehr Schaden machen können. Sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Okay, jetzt kommt das Problemkind Vivienne. Auf die habe ich irgendwie gar keinen Nerv drauf gerade, ne? Okay, kurz mal speichern, das hätten wir auch. Waffen herstellen. Jetzt kommt erstmal wieder der Stab. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock mehr auf dieses 10% Meistererfolg, ne? Habe ich keinen Bock mehr drauf. Werde ich nie wieder mehr Bock drauf haben. Okay, sie bräuchte auf jeden Fall einen Feuerstab. Hm. Rüstungsdurchdringung wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Kritische Trefferchance braucht sie eigentlich nicht so wirklich. Schaden bei Flankenangriffen. Ja gut, machen wir kritische Trefferchance. Ja gut, das ist ja genau dasselbe wie bei Dorian jetzt hier, ne? 22 kritische Trefferchance. Psala. Und ansonsten gibt's noch... Pirscherschuppen. Haben wir nicht mehr so viel. Bonus auf kritischen Schaden, 18%.
Trennung bei Treffer. Ich weiß halt nicht so ganz, was wir nochmal für Varric brauchen, obwohl andererseits noch sollte es, glaube ich, klappen. Wir müssen ja vorsichtig jetzt damit umgehen. Immer noch mal kritische Trefferchance. Ja, was machen wir damit? Varric, diese schöne Kirchenglocke höre ich wieder. Hat man nicht irgendwie was mit Ketten... Ja, hier, guck mal. Kettenblitzschaden in Höhe von 100%. Das wäre noch nicht schlecht. Aber das möchte ich ganz gerne für Dings aufheben. Für die Rüstung. Dann geben wir hier einfach zwei Fähigkeiten. Einfach aus dem Grund, dass ich keinen Bock mehr auf diese 10% Scheiße habe. Meistererfolg. Wie viel haben wir denn noch von diesem anderen Zeug da? Warte mal. Da, einen haben wir davon noch. Verborgene Klingen mit 5 zusätzlichen Treffern. Wir müssen noch Cole und Varric machen. Varric bekommt... Kann auf jeden Fall auch diese Fähigkeit haben. Was dann natürlich bedeutet, dass... ja gut, auf die Waffe von Varric, auf Bianca kann man das ja nicht setzen, glaube ich, ne? Da war sowas ja nicht möglich. Das heißt, man kann sowas also nur auf Varics Klamotten draufsetzen, die Fähigkeit. Das bedeutet dann, ich habe echt keinen Bock mehr auf dieses 10% Scheiß, ne? Ich habe keinen Bock mehr, ständig dieses Spiel neu zu laden. Machen wir mal 4 zusätzliche Treffer. Das ist dann die reinigende Flamme. Ist überhaupt nicht vom Spiel geklaut, von einem anderen Spiel, nö. Gut, jetzt haben wir wieder das Problem hier mit den... Ja. Attributstoff. Machen auf jeden Fall einmal wieder Angriff. Und wir machen... Was machen wir denn hier? Kritische Trefferchance, 6%. Ja, komm. Das war jetzt der... Griff der Flammen. Angriff 8 Metall, Angriff 3 Stoff. ...14% Angriff? Hm. ...20% Angriff? Warum nicht? Das ist dann die, Spitze des Infernos. Komm, kannst du machen. Okay, jetzt kommt hier das Problem mit der Rune. Welche Rune gebe ich wie wenn? Drache ist scheiße, Dämon vielleicht. Drache brauchen wir nicht, Feuer kann sie nicht. Reinigung braucht Varric. Und dann haben wir noch die schwachen Teile. Drache brauchst du nicht, Dämonen haben der bessere, Feuer geht nicht, Frostrune geht nicht, Rune der Reinigung geht. Ist aber halt nur eine schwache und eine Geisterrune. So, eine Geisterrune draufhauen. Das brauche ich allerdings nicht, weil wir noch eine in der Kiste haben. Kann man eigentlich machen, ne? Ja.
Nehmen wir mal die raus, dann haben wir die schon mal gemacht. Und jetzt fehlt noch die Rüstung. Zack, veredelter Kampfmagianisch. Duck, das ist dann noch die letzte. Richtig? Richtig, genau. Ja, wir können auch wieder richtig fett auf Schaden machen. Ja, Pirscherschuppen wird langsam etwas weniger. Sollte aber noch funktionieren. Verteidigung gegen Magie. Feuer, Geistschaden, Geistschaden, Elektro. Ja, hier, Verteidigung gegen Magie, geht immer gut. Und da wollte ich jetzt den... Genau, 10% Chance Kettenblitzenden Schaden von Höheprozent des Waffenschadens zu verursachen. Wir mal. Dann fetzt sie mit ihren Fähigkeiten einfach mal so richtig rein. Selbst wenn sie keine Fähigkeiten einsetzen will, werden einfach Fähigkeiten eingesetzt. Das ist dann... Ups, Alter, was? Segen des C... Ist so eine interessante Sache. Ist glaube ich auch Latein oder sowas, ne? C4 bedeutet glaube ich Himmel, während Terra ja Erde ist. Und da Vivienne ja so eine angebetete göttliche Tussi ist, kann man sagen, vom Himmel. Ich will das jetzt nicht noch deutlicher erklären, weil die darf das auf keinen Fall hören. Sonst fühlt sie sich noch wichtiger, als wie sie sich so schon vorkommt. Okay, zack, zack. Was geben wir an Verteidigung? Attribut natürlich. 14 Magie. Um richtig schön Fettangriff zu machen. Und das hier ist alles scheiße. Da können wir auch wieder Verteidigung in Magie machen. Zack. Das ist dann jetzt der Armschutz des C4s. Warte mal. Was? Warte mal. Ist das richtig geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Ich krieg schon wieder Durst, das ist unglaublich. Ja, tschüss. Ich hab Durst. Aber diesmal schaffe ich das hier. Diesmal schaffe ich hier alles zu Ende zu machen. Verteidigung gegen Magie. Zack, los, ja. Zack. Ballenschutz. Warte mal. ZC. Zack, zack, so fertig. Klapphut. So, jetzt kommt die Haube der Erhabenheit damals. Das ist ein bisschen schade, dass es nur Verteidigung ist. Stoff für... Das ist aber das letzte Stoff, ne? Sarah haben wir ja, Cole und Varric, da brauchen wir ja keinen Stoff für, ne? Nee. Das können wir noch machen. So, das ist halt scheiße, dass es hier... Ja, Verteidigung gegen Magie. Können wir noch mal machen. Ja. Absorbierende Haube. Mit diesem besonderen Symbol hier. Das ist der Schutz des Himmels. Also, wenn das nicht einfallsreiche Namen sind hier, dann weiß ich auch nicht. So, jetzt aber. Waffen modifizieren. Reinigende Flamme. Griff. Zack. Stabklinge. Zack. In Rune. Zack. Ja. Ist ganz cool. Und dann haben wir jetzt hier noch die C4-Rüstung. C4. Oh, kurz mal gucken, wie hier das so steht. Rüstung, tönt. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall diese weiße Scheiße da. Oh, sind Vivienne gewesen da. Dieses Gewandbaumwolle oder wie das nochmal hieß? Mit den weißen Eiskristallen darauf? Schneekristallen? Was trinken die gerade? Das hier, ne? Das sieht alles so aus? Ich muss aber ganz ehrlich sagen...
dass die Rüstung hier viel cooler aussieht. Mit diesem weiß, diesem blau und dann diese goldenen Stiefel da unten. Und jetzt... Leute. Weißt du, das ist jetzt hier so ein Grund, dass ich jetzt ganz gerne diese Rüstung jetzt hier mit der hier einfach verschmelzen lassen will. Also, dass diese Rüstung jetzt hier das Aussehen von dieser hier haben soll. Das fehlt in dem Spiel noch. Ja. Wow. Ist das wirklich meine Rüstung hier? Sie ist halt besser, aber... Sie ist halt einfach nur... Na, schade. Warum sieht die so kacke aus? Gold ist natürlich super geil für die, ne? Es gibt halt Vulkangold, aber das ist leider... Ja, es ist mehr so gelblich. Aber ja, das kann man machen. Jetzt verändert sich da unten noch die Sachen. Könnte man mal machen. Würde gut... Dieses Orange-Gelb würde gut zu dem Gelb da oben passen. Hier hätte ich jetzt ganz gerne... Das ist schon mal ganz gut weiß. Königsmuschelseide. Ja gut, mal warte mal, ganz kurz. Königsmuschelseide mit der Königsmuschelseide hier. Genau. Ja, schwer zu sagen. Oder halt dieses andere Weiß. Das hier. Ach, weißt du. So. Jetzt hat's wieder ihr komische, was auch immer das ist, diese komische Krone hier. Boah, also das ist auch ein Gold, das sieht auch cool aus, ne? Machen wir das billig Gold. Das unechte Gold machen wir. Ach so, ja, das ist das, was man so gut wie gar nicht sieht. Kann man auch die benutzen, okay. Zack, zack. Ja, also die alte Rüstung sah natürlich viel geiler aus, leider. Aber was soll man machen? Anders geht's leider nicht. Stab der Lehrer hatte so Feuer gehabt. 36 Magie, noch nicht schlecht. Zack. Flammenmagierin. Segen des C4, ja, besser ist sie. Nur leider sieht nicht so gut aus wie die alte Rüstung. Fand ich die immer noch geiler, aber naja. Was hat die Stofffetzen da oben drauf? Wie geht? Ja, zack. Kriegt sie ihre gute Sache wieder. Von hinten sieht sie ganz geil aus. Von vorne, naja. Glänzt zwar hier schön und da, aber hm. Naja. Gut, dann haben wir jetzt hier Vivienne mit Flammenstab, weil Flammen machen ja nochmal richtig fett Schaden. 31% Angriff, kritische Trefferchance, weil man nichts anderes hat. Bonus kritische Schaden, ja gut. Um nochmal zusätzlich Schaden zu machen, verborgene Klingen, um richtig fett Schaden zu machen. 37 Magie für Fettschaden. Die hat eine gute Verteidigung gegen Magie. Und nochmal Kettenblitzschaden, 100% des Waffenschadens, also Ditte hier. Und nochmal Verteidigung gegen Magie. Das ist ein bisschen schade, dass es halt nur Verteidigung ist, aber es passt halt perfekt zu ihrem Image. Als... Ah. Willenskraft. Hier macht halt richtig fett Schaden. Ich frage mich halt, Ring des verbesserten Kettenblitzes hat sie ja, ne? Ob das jetzt hier auch für den jetzt zählt. Hier wird ja auch der Kettenblitz eingesetzt. Wird er dann auch stärker gemacht von dem hier? Sollte eigentlich, ne? Weil es ist ja auch ein Kettenblitz. Also, ne? Gut.